Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf meinem Kanal. Wir befinden uns wieder auf unserem Raft in Raft und mit dabei ist der Tom und der Gacki. Hallo! Servus! Hallo! Ja, wir waren wie beim letzten Mal noch in Gackis Folge hier ein bisschen auf dem Floß dabei und jetzt wollen wir nochmal die Yacht erkundigen und die letzten Rätsel lösen. Ja, toll! Oh. Schon gleich wieder den Hai. Ach stimmt, Lucky, den Spaß hast du ja auch wieder machen. Ja. Die ganzen Jump and Runs. Nee, wieder. Müssen wir gar nicht. Wir müssen hier runter. Wow. Jo. Du bist ja gut. So, bestimmt sind die ganzen Ratten auch wieder da, ne? Ich befürchte es. Ich mache jetzt mal meine Schädellampe noch nicht an. Hier sieht man. Oh Gott. Wenn du schreist, krieg ich erst recht Angst. Das war ja der Plan dahinter. Ja, merke ich. So, weiter. Wir müssen einfach ganz hinten durch. Ja, sicher? Ja, okay. Ganz sicher. Also Gacki und ich wissen nicht mehr so ganz. Tom weiß noch alles ganz genau. Ich habe die Storyline eben noch gespielt, ich weiß, wie es geht. Ah ja. So, hier müssen wir hin. Ui. So, dann darf hier mal einer hier je drücken. Hab ich. Da auch Träumchen, jetzt können wir hoch. Jetzt müssen wir ganz hoch. Hoch in die Höhe. Ganz, ganz hoch. Na, eins vor ganz hoch. Ach, eins vor ganz hoch. Okay. Kriegen wir hin. Mikrofon muted. Laufen wir mal. Eins vor ganz hoch, das ist eine gute Adresse. Hopp. Moritz, falls du gerade was sagst, du bist gemutet, ne? Ja, ich weiß, dass ich gemutet bin, alles gut. Einmal hier. Also wir müssen auf die vorletzte Etage. Aber wir können doch theoretisch innen hochgehen, oder nicht? Weil wir doch von eben das letzte Mal die Tür geöffnet haben. Können wir, glaube ich. Hatten wir ja alles gemacht. Wollen hier die Treppen? Ach, hier. Ja, hoch. Hier sind Ratten. Hier sind Viecher. Aua, warum denn immer nicht? Autsch. Mein Fleisch. Hey. Geht's weiter hoch. Und. Wo sind hier die? Hier hinten. Ach, hier hinten, ja, genau. Und dann links. Und nein. Hier müssen wir jetzt raus gleich. Bei ja, der hier oben. Eins hoch noch. Nee, warte, dann müssen wir nochmal eins runter. Hier steht benutzt die Bombe. Ja, warte, wir sind aber noch eins zu weit. Okay. Hier brauchen wir nämlich gleich noch den Wagenheber auf einer Etage. Ah. Wie? Lass mich in Ruhe. Treff gar nichts. Jetzt. Okay. Dann sind wir eins zu weit hochgegangen, dann nochmal eins runter. Okay. Wo ging das denn hier runter? Noch eins und dann hier rein. Hier. Nee, hier nicht. Doch, hier. Hier irgendwo oder dann was? Dann raus und dann hier rechts gleich. Ey, es ist dunkel. Hier darf einer mal E drücken. Ah! Hinter dir ist ein Viech. Das schreckt mich immer so voll. Ein Wagenheber, das nehmen wir doch. Oh ja, das funktioniert so gut. Bumm. Autsch. Da läuft. Können wir den mitnehmen? Fühle ich das Ding. Eine Kiste, ein paar Bolzen und Scharniere und Biokraftstoff. Eine Kiste. Biokraftstoff, das ist brauchen wir demnächst. Ja, für den Motor, ne? Ne, Motor können wir jetzt hier gleich, kriegen wir gleich. Oh, das war ein Spoiler. Huch, sorry. Jetzt müssen wir hoch zur Bombe. Ja, wieder hoch. Upsala. Autsch. Hopp. Noch ein. Es ist leicht dunkel, muss ich sagen. Ja, ich habe noch meine Stirnlampe. So, ich würde euch empfehlen, sobald jemand E drückt, ist zügig weglaufen. Ihr kriegt da unheimlich viel Schaden dran. Okay, dann drücke ich jetzt E, ne? Tschüss. Ja, und lauf weg. Du kriegst unheimlich viel Schaden, wenn du direkt bestehst. Boom. Danke. So. Hast du es ausprobiert, Tom? Ja, ich stand eben direkt davor. Ah, das ist gut. Ist bekanntermaßen nicht ganz so angenehm. Hinweis aufnehmen. Bei Balboa. Aha, das ist bestimmt die nächste Insel. Du kannst Insel. Jetzt erforschen. Motor. Ja. Ach, was so, wir haben alles, was wir brauchen, weil wir jetzt erforschen den Motor. So, dann gucken wir jetzt nochmal hier kurz rein, was da noch dazu gekommen ist, unser schönes Büchle.
Ach, du willst hier lesen? Nee, eigentlich nicht. Wer sich das jetzt durchlesen will, kann schön auf Pause drücken. Das ist mir zu viel. Perfekt. Und wir können runterspringen. Jo. Balboa. Oben. Freunde? Ja. Ungesund. Ungesund. Gibt's hier vielleicht noch irgendwo Essen, was man so klauen könnte? Ja. Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, ich glaube nicht. Schade. Außer dass es ein bisschen dunkel ist, das schon. Schade drum. Gut. So, welcome back. Dann brauche ich jetzt gleich erstmal was zu essen. Ich habe hier ein bisschen was. Ganz angenehm. Ja, wo? Geh mal hier zum Forschungstisch. Ach so, ja. Und drück zweimal lernen. Ja. Cool, jetzt haben wir einen Motor. Aber den, also weil wir, ich denke nicht, dass wir den jetzt schon direkt machen wollen, oder? Der ist nicht teuer und hilft, aber wenn du nicht willst, dann halt mir ist das egal. Boah, das ist nicht so teuer. Ich bin da frei. Kannst du mir mal kurz eine Axt geben? Ja, kannst du mal gucken, wie viele da noch leben, die noch Leben hat. Wenig? Kein Kommentar. Wenig. Ich bin zur Erkenntnis gekommen, sie hat wenig Leben. Und ich habe vollen Inventar. Das ist auch immer gut. So. Da haben wir das. Zack. Biokraftstoff, kann man noch Biokraftstoff noch irgendwo hin tun? Schmierer. So. Gewittert. Deckt bei mir gerade leicht. Bei mir nicht. Da muss der Schrott rein. Da kann das rein. So. Da kann jenes rein. Hier haben wir noch ein bisschen Metall. Das tauschen wir auch noch aus. Unser Grill. Ach, danke. Ja, weiß nicht. Müssen wir noch also was von, hier holen, oder? Also von hier wären wir fertig. Dann, das war das Falsche. Ja, dann machen wir uns, denke ich, mal auf den Weg, oder, Kaki? Ja, von mir aus. Gut. Wo ist der Anker? Ah, da hinten. Hat jemand was dagegen, wenn ich ein bisschen Eisen für eine Axt opfer? Nein. Kannst du, denke ich, mal ruhig machen. Hat denn jemand zufälligerweise ein wenig Seile oder oder Palmblätter? Nein. Das Problem haben wir beim letzten Mal schon die ganze Zeit. Okay, du? Palmblätter mache ich gerade noch ein paar. Brauch nur eins. Eins kriegst du hier. Ja, eins. Mikrofon muted. Hurra! Mikrofon activated. Jo. Ach jetzt, oi, hier wurde ja schon ab. Ja. Da fehlen noch zwei Samen für die zwei linken und die rechten. Ich hol mir noch welche. Ich hab keine mehr. Guck mal, welche noch oben welche sind. In der Kiste sind sicher noch welche. Ja, 14 Stück. Irgendein Gacki, tu mal bitte in die Öfen hier wieder Holz. Du hast ja gerade gefarmt. Sehr gut. Und das Metall kannst du mir wieder geben. Er will nur, dass die anderen für ihn arbeiten. Das Endergebnis nimmt aber dann wir selbst. Ja. Nein. Ja. Ich doch nicht. Bloß nicht. Würde ich niemals nicht tun. Hat jemand dringend Hunger? Ich hätte was zu essen. Ich habe ein paar Kokosnüsse. Ich habe Hälfte, aber jetzt habe ich gar nichts mehr. Aber passt schon noch. Darf ich uns was machen, was die Aufnahmen viel schöner macht? Aha, was denn? Fackeln? Tom? Fackeln? Was? Weiß ich nicht. Oder? Weiß ich nicht. Das ist gut, wenn du sagst, du willst irgendwas machen und nicht weißt, was es ist. So, was ist denn... Boah, ich
Ich glaube, es wäre aktuell sinnvoll, wenn wir erstmal ein paar normale Inseln. Ja, auf dem Empfänger werden ja auch die normalen Inseln angezeigt, ne? Alle? Die meisten. Nee, niemals. Glaube ich nicht. Aha, ich bin gefallen. Ich will erstmal ein bisschen was zu fressen und allgemeine Materialien. Also. Soll ich dir was zu essen geben? Nein. Dass wir wieder das anpflanzen können und so. Das wäre. Ach so. Kann ich mich mal drum kümmern? Auf Dauer gar nicht so schlecht. Und Schrott und Metall haben wir, glaube ich, auch nicht so viel, dass man da. Also Schrott haben wir viel. Sicher? Ja, 50 Stück. Hi. Hi. Da vorne ist ein Hai. Da vorne war ein Hai. Jetzt weiter. Da hinten ist ein Hai. Hat irgendwann einen Bauhammer? Dann hier mal bitte wieder reparieren, sonst fällt das Ding bald zusammen vielleicht. Ich repariert. Ich mach mal die Lücke zu, okay? Ich komme hier nicht mehr raus. Jetzt, ne? Der Hai hatte Lust auf dich. Jo, hab ich gemerkt. Wir dürfen jetzt nach Moritz. Ja, das ist nicht verwunderlich. Kurze Frage, warum hast du das Segel komplett nach rechts gestellt? Weiß ich nicht. Aus Spaß. Weil wir so unheimlich langsam unterwegs sind. Keine Ahnung. Ja. Ah. Da kann ich ein bisschen schwimmen. Ja, mal kurz Wassertemperatur testen. Und ist kalt oder warm? Nass. Das Wasser ist nass. Und Hai in der Nähe oder? War gerade, ja. Ah, dann mach ich mal kurz. Ja. Ja. Der Hai ist nur ein Weiß. Nee, doch nicht, ist nur durchgeschwommen. Jens. Ist ja kein Unterschied. Haben wir noch irgendwas, was wir schmelzen können? Oh, das stimmt. Nee, tatsächlich haben wir es nicht. Das ist schade drum. Ja. Uns fehlen echt primär Seile, ne? Ja, auf jeden Fall. Weil ohne Seile können wir auch keine weiteren Netze machen und so. Ich suche gerade. Übrigens, mir fällt gerade ein, es ist relativ dumm, wenn wir doch direkt vor den Netzen fischen, oder nicht? Ja. Aber apropos Netze, da bin ich gerade mal gucken. Wow, mir fehlen absolut Seile. Ja, mir fehlen auch, also ich bräuchte noch 16 Seile, um 2 Netze zu machen. Ja. Für den Rest hätte ich alles. Ja. Dafür sind halt Inseln immer ganz praktisch, finde ich. Ja, die bringen halt inzwischen auch, also die kleinen bringen halt auch nicht so krass viel. Nee, die kleinen bringen überhaupt nichts mehr. Oder halt diese Baumfarmen, die sind auch ziemlich effektiv, finde ich. Ja. Dafür bräuchten wir aber auch Seile und den Rest hätten wir. 2 Stück, 4 Seile brauchen, um noch eins zu machen. Ja. Halt. Ja. Perfekt. Okay. Dankeschön. Ich. Bedankt. Warte, habe ich die jetzt aufgesammelt? Nee, habe ich nicht. Joa. Aber ich muss ja irgendwas wegschmeißen dafür. Irgendwo eine Insel in Sicht. Insel. Ah, ne. Hat jetzt irgendwer die Seile aufgesammelt? Hier lang? Nein, du hast die aufgesammelt. Nö. Ich habe nur eins noch und das hatte ich vorher auch schon hier. Das kannst du auch wieder haben. Du musst die aber auch gesammelt haben, sonst sind sie weggeglitscht. Ich hab sie nicht mehr. Ich auch nicht. Ja, stark. Das ist tatsächlich erstaunlich blöd, vor allem wegen der Menge. Ja, waren 10 Stück. Das ist ziemlich blöd. Durchaus.
Ich habe nur E gedrückt und dann waren sie auf einmal weg. Und aber in meinem Inventar sind sie nicht. Ja, denn ich bin komplett. Ah, die waren hier im Sammelnetz. So, nochmal. Ihr. Diesmal aber vorsichtig aufnehmen. Jetzt habe ich sie. Die Ausnahmsweise kommen wir behutsam mit Materialien von anderen um. Glück gehabt. Ja. Ganz kurz. So, jetzt haben wir noch eine weitere Palmblattmöglichkeit, noch ein weiteres Dingchen hier. Was hast du denn gemacht? Ach so. Dings, Anbaufläche. Ja. Ihr beißt irgendwas. Dann müsst ihr gleich. Wow, er lebt immer noch. Das ist halt relativ riskant, die Netze so offen liegen zu lassen, ne? Wen offen liegen zu lassen? Die Netze. Ja, egal. Wenn der die wegfrisst, ist halt blöd. Ich hab den Hai. Mir fällt die ganze Zeit nicht auf, dass ich fast am Verdursten bin. Und dass mein Inventar dezent voll ist. Ja, jetzt wäre eine Insel schön, gerade wo der Hai tot ist, aber. Nö. Wir sind hier leider nicht auf dem Hai-Wunschkonzert. Irgendwer müsste schon wieder voll sein von euch. Mit was? Keine, ja. Ja, die Planke da unten war ich gerade. Eine rohe Rübe, die pflanzen wir doch direkt mal an. Und dann nicht direkt grillen, weil sonst haben wir wieder wenige. Das wow. Ernsthaft? Kein einziger hat Wasser nachgefüllt. Warte. Ich hab schon. Warte, doch, hab ich. Nee, ich weiß. Muss ja keiner wissen. Noch eine Rübe. Du bist der Rübengott. Oh, wird wohl zuerst das Wasser kommen. Nee, nix. Hallo, wie lange dauert das denn noch? Ja, wenn man drauf wartet. Wasser? Entschuldigung. Jawohl. Ja. Ich war's. Aber wer hat denn hier schon wieder nicht nachgefüllt? Das ist deine Aufgabe, meine Flasche ist gerade fast voll. Meine auch. Oder warte, ich habe noch eine Tasse im Inventar. So, da hinten ist eine Insel, die nehmen wir. Wo? Ja, die ist nur mini klein, aber egal. Wo denn? Geradeaus. Ach, da. Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Ja, kenne ich. Bin ein kleiner Blindfisch. Meins. Meins. Ja, ich war schon weggelaufen. Will jemand so Planken auf den Grill tun? Planken? Ja, mach mal. Ich hab leider gerade keine im Inventar. Noch eine Rübe. Oh, haben wir einen Anker oder sowas? Nee, da können wir bald mal einen richtigen machen, eigentlich den großen, oder? Ja, könnte man mal gucken, der kostet. Wir müssen halt unser Floß. Wir müssen unser Floß halt wieder erweitern. Das ist gerade irgendwie ziemlich small. Ja, ich könnte jetzt einen machen. Mach mal einen, kann ja nicht schaden. Mach das mal. So, wohin? Da wo Platz ist. So viele Stellen wird es da gerade nicht geben. Eine sehr schöne Aussage. Muss mal kurz ein kleines Loch in Draft machen, ne? Ja, ist alles gut. Ich wollte mir eine Axt machen. Och, der Platz passt doch voll. Einen Bolzen brauche ich dafür und zwei Seile. Ich habe auch schon eine Axt gemacht. Ja, ich habe dir ja meine gegeben. Ja, mit sehr viel Leben, muss ich sagen. Muss so. Ich habe es jetzt hier mal gemacht, ne? Den Anker. Ja, alles gut. Echt? Ja, wir müssen irgendwann müssen wir uns sowieso noch mal Zeit nehmen, um das Ganze um ein bisschen umzuändern und umzubauen. Ja, aber dafür brauchen wir ja erstmal Holz und Kunststoff. Das ist das Problem, genau. Boah, soll ich ein bisschen Schrott und so von unter Wasser holen? Yep, das machen wir gleich einmal alles zusammen.
Okay. Stehen ja sehr viele Bäume drauf, zwei Stück. Ja, die hole ich schnell. Alles gut. Und eine gute Schwimmfahrt. Jo, mach ich. Mach uns mal fest hier, ne? Jo. Wow, hier ist echt. Boah. Hier drauf, ne? Hat sich richtig gelohnt, die Insel. Ja gut, die Unterwassermaterialien lohnen sich wahrscheinlich schon, aber. Ja, hier ist relativ viel direkt beim Rift. Oben. Echt. Ja, wir sind halt wir stehen halt direkt auf dem Tauchgebiet, das ist halt ganz cool. Ein paar Mangos. Ein paar Melonis. Schönen Baum. Soll ich schon mal unter Wasser gehen? Kannst du machen, ja. Klatsch. Jo. Ja. Und hier, bisschen Kupfer da. Bisschen Kupfer hier. Ich würde sagen, wir gehen jetzt alle einmal tauchen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge beim Gacki wieder. Bis dahin, tschüss und ciao, Mögen. Tschüss. Das machen wir dann gleich weiter. Ja, ich muss kurz eine Möwe umlegen. Ja, komm. Bye.